Fighting out of the red corner, weighing 65 kilograms, from Switzerland, Bejir Veziel! Fighting out of the blue corner, weighing 65 kilograms, from Switzerland, Marco Tami! Was wir hier gesehen haben mit den ersten zwei Kämpfern. Das ist also Bejir Veziel in der roten Ecke und der Marco Tami in der blauen Ecke. Fighters to the middle of the ring, please. Also Max Hutai, da habe ich mir wirklich eine geballte Ladung Kompetenz an den Ring können holen. 14-fache Weltmeister Asem, guten Abend. Guten Abend, ich begrüße euch ganz herzlich. Bevor wir mit dem ersten Kampf anfangen, was erwartet von dem Abend? Bart. Ja, es wird natürlich, wie gesagt, ein super Abend sein, super Kampf. Es wird der 16. Best von der Europakampf. Hüsni Bejir ist im Kampf, Shamsi Bejir ist im Kampf und natürlich der beste Kampf. Du hast das Shamsi so ansprechen, das ist das Highlight vom Oben der Weltmeisterschaftskampf. Aber soweit sind wir noch nicht, denn jetzt werden wir andere Kämpfe sehen im Kickboxen. Und die haben es genauso in sich. Jetzt fangen wir an mit einer leichten Kilogramm-Kategorie. Bis 64 Kilo ist der Kampf. Listen very good. You have 3 commands. Und zur Break, Erklärung stop, für unsere Zuschauer, kämpft wird nach sogenannten K1, auf Deutsch K1-Regeln. Das heisst eigentlich, dass dort mehrere Kampfsportarten vereint sind. Das spricht, da können verschiedenste Kämpfe gegeneinander antreten. So ist es. Man darf Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen, Kung-Fu, Technik, alles Mögliche bringen. Das ist eigentlich ja, Highlight von Kampfsportarten. Man darf ganz viel, was man nicht darf. Da können wir dann später drauf sprechen. Schauen wir uns den ersten Kampf am besten mal an. Das sind übrigens beide Schweizer, die gegeneinander kämpfen. Und lassen Sie sich nicht täuschen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie denken, dass ein Kämpfer am Anfang vorlegt und damit sicher der Beste muss sein. Das ist gar nicht unbedingt so. Es gibt viele Kämpfer, die zuerst taktieren und den Gegner sich erst mal anschauen und dann in der zweiten oder dritten Runde erst mal auftrüllen. So jetzt auch beim Bejir Veziel, der zuerst abgewartet und jetzt einen wichtigen Treffer hat können landen. Welchen Eindruck machen auf dich die zwei Kämpfer? Ich setze die Karte auf Bejir Veziel. Er hat von Anfang an Druck gemacht, hat ein paar gute Treffer gemacht, Mittelkick, rechte Gerade. Und wir sehen, er ist ein bisschen ja, lebendiger, besser, stabiler. Bejir Veziel ist daher in der roten Hose, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sie die Orientierung können behalten. 22 Jahre alt, hat bis jetzt in seinen 7 Kämpfen 4 gewonnen und 3 verloren.
Sven, wie gesagt, mit der rechten Gerade ist noch mal unten gewesen. Er ist noch nicht angezählt worden, aber er ist ein guter Boxer und ich setze wirklich wie vor, wird einen guten Kampf machen. Außer den Lucky Punch, wenn der andere zu gewinnt. Aber da sieht man die verschiedenen Stile, die angewendet werden. Er kommt jetzt wirklich vom Boxen her, macht sehr viel mit den Armen. Es sind viele Boxer, oder? Aber er ist auch gut mit Kicks und Knie, wollen wir das nicht vergessen. Man kann nicht einfach als Boxer in den Ring steigen, weil ein Boxer hat keine Chance, wenn ein anderer mit Knie kommt, oder? Aber er ist komplett trainiert. Ist aber kommt immer wieder durch die Deckung durch. Er trifft genau ins Gesicht von seinem Gegner. Und das sind natürlich die Treffen, die extrem schmerzhaft sind. Das weißt du so gut wie kein anderer aus deiner langen Karriere, dass das die wirklich coolen Treffer sind. So ist es. Schmerzen tut das nicht. Beide gut trainiert. Sie haben Adrenalin voll. Sind da, aber es sind Wirkungstreffer, wo dem ein oder andere Trümmling wird, Schmerzen. Weh tut das nicht so fest. Oder man sagt es so, oder? Aber die Runde dürfte ja ein bisschen besser gegangen sein, wo wirklich auf jeden Fall, ich setze 10-9 für die Rotecke. Das ist nicht entscheidend. Mit dem Wissen im Hinterkopf kann man auch die zweite Runde ein bisschen taktischer angehen. Der Bezi Veseli, das ist ja nicht, das ist der Marco Tami, sein Gegner. Der Bezi Veseli, der ja sonst, wenn er nicht im Ring ist, ein eigenes Geschäft hat, eine Druckerei. Also man merkt, Kampfsportler kommen aus den verschiedensten Bereichen. So ist es. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen kämpfen und man kann nicht überleben als Kämpfer. Ich muss selber nebenbei Training gehen, die Schule müssen machen, Kampfsporttraining gehen, Security arbeiten, wie die meisten alle Kämpfer müssen nebenbei. Das ist einfach ein Nebenjob. Einen Nebenjob machen, mache vielleicht einen Fulltime-Job als Selbstständiger werden. Und da ist noch interessant, wir haben vor dem Kampf mit dem Bezi Veseli reden und sehr interessant, er hat noch nicht genau gewusst, wer sein Gegner wird sein. Wie schwierig ist das für einen Kämpfer, wenn er sich nicht kauft, einen spezifischen Gegner? Spätestens erste Runde weiss man, oder? Man sollte natürlich schon wissen, aber viele wissen es jetzt nicht, gegen wen sie antreten müssen, aber er ist ein Erfahrener und die erste Runde hat jetzt abgecheckt, hat gesehen, gegen wen er zu tun hat und er wird sich, denke ich, jetzt bessern. Das heisst, die erste Runde ist aber jetzt hier, um den Gegner kennenzulernen. Weil es kann nicht so sein wie beim Weltmeisterschaftskampf, wo wir später dann sehen, dass wir schon wochenlang Videos vom Gegner studieren. Eben der Bezi Veseli hat eine Stunde vor dem Kampf noch nicht genau gewusst, gegen wen er heute wird in den Ring steigen. Ich selber habe einmal auch nicht gewusst, was meine Gegner, woher dass sie kommen und wie. Und wenn es einmal eine Fight Night Q1 gegeben hat, dann hat man zwei, drei verschiedene Gegner sollen wissen, wer kommt jetzt, wer tut jetzt auslösen und gegen wen muss ich jetzt. Denn das Beste ist natürlich, wenn man sich auf den Kampf konzentriert und fit sein und. Was macht man denn? Tut man sich oft sagen, okay, ich besinne mich auf meine eigenen Stärken und richte mich nicht zu sehr nach dem Gegner, was man ja gar nicht kann, wenn man nicht weiß, was ist. Also, das ist ein C-Klasse-Kampf. Die sind so. Die Nervosität ist da, Ängste sind da und dann macht man, kann man nicht so viel sich kontrollieren. Man kämpft einfach, man macht das, was man gemacht hat, was man trainiert hat. Und ja, wenn die Kondition stimmt, ein bisschen Takt und so, und sonst ist es immer knapp, wenn jetzt gleich starke Gegner sind. Oder? Dass es sehr anstrengend ist, ist nicht die gleiche Intensität in der zweiten Runde, wie wir es noch in der ersten gesehen haben. Das ist natürlich extrem kräftig, so ein Kampf, das sieht man jetzt bei diesen zwei. Jetzt ist ein bisschen Kraft weg, aber dafür haben wir drei Ringrichter da und alle drei sagen es dann. Wenn es dann entscheiden, wer gewinnen wird, das ist jetzt Ausgleich wieder die zweite Runde. Die zweite Runde ist nicht mehr so wie die erste. Auch der Bezi Veseli hat langsam einen Kraftschwund. Ja. Und das merkt man natürlich auch einerseits in der Power der Punches, aber auch in der Intensität des Kampfes. Dann gibt es wieder ein paar Schläge. Das ist jetzt unentschieden, würde ich sagen. Wie gesagt, das sind viele Kämpfer, die nebenbei einen Fulltime-Job machen. 100%, 150% oder vielleicht 80%. Und das ist schwer, so eine Sportart. Definitiv, wenn man es vor allem nicht als Fulltime-Job machen kann. Man muss auch wissen, solche Kämpfer, alle, die wir heute so sehen, die haben sich wochenlang vorbereitet auf so ein Event. Und es ist schwierig, natürlich richtig zu trainieren, wenn man tagsüber 8 bis 10 Stunden im Geschäft ist. Wenn man jetzt über Shemsi oder Hüsni Becire oder sonst noch Valente, die machen das Fulltime-Job. Oder? Die machen nichts anderes als Training. Wir reden jetzt von einem Vorkampf hier, C-Klasse-Kampf. Die müssen halt nebenbei, weil die kommen fast nichts über da und die müssen nebenbei arbeiten, nebenbei Geschäfte, sonst kommen sie nicht durch, um irgendwo leben können, oder? Wir haben vorhin mal die Regeln angesprochen. Es gibt einiges, was man darf, weil es eben eine Ansammlung ist von verschiedensten Kampfsportarten, aber
Alles darf man dann auch nicht. Also Tiefschläge ist sicher mal nicht erlaubt. Tiefschläge darf man nicht machen, keine Ellenbogenschläge. Man darf nicht zu lange clinchen, wie man früher gemacht hat. Clinchen heisst so einfach Kopf heben und Knie 10, 15 Knie und umhängen, sondern also einfach kämpfen. Also sollte schon Gott in der Bahn verlaufen und nicht wie eine Schlägerei aussehen. Genau. Letzte Runde von diesem Kampf. Jetzt ist entscheidend. Jetzt wird die Runde klar für sich entscheiden, kann auch der Kampf für sich entscheiden. Da werden nochmal die letzten Kräfte mobilisiert, vor allem von Bezir Veseli, der jetzt doch angreift. Ist das die richtige Taktik von Anfang an jetzt durchzuziehen in der letzten Runde? Er müsste jetzt noch ein bisschen mehr machen, er müsste noch ein paar Punkte machen und die Runde gewinnen. Und sonst sieht es eng aus dann für die letzte Runde. Wenn wir jetzt da verschiedene Ringrichter haben und Ausgleich gemacht, die sind unentschieden. Oder, ja, dass er knapp gewinnt dann am Schluss. Aber für das man denkt, dass es Amateur sind, trotzdem ein guter Einstieg in der heutigen Open. Man sieht einiges an Action zum Warmwerden genau richtig. Wir sind da in einem super Anlass und die wissen, dass sie in einem super Event mitmachen, wenn sie da zeigen können. Holländer sind da, Fans sind da, da können sie zeigen, dass sie dann weiterkommen und sonst einen anderen Kampf in Holland, Japan überall überkommen. Darum haben sie sich dann gut vorbereitet. Wir haben keine schlechte. Wie ist das jetzt im Ring, die letzte Runde? Wie schmerzhaft ist die? Schmerzhaft. Das ist einfach eine Kondition, die nicht gelangt für beide. Das ist schwierig, oder? Man muss sich hochladen. Das ist ein starker Punch von Bezir Veseli. Er hat doch das Gefühl, dass er noch mal mehr Kraftreserve hat, ja, in die letzte Runde. Er hat seine Rechte. Er hat jetzt ein paar Mal getroffen und der andere wackelt zu leicht. Und er trifft immer. Er trifft immer gut. Er hat ein gutes Auge. Obwohl, die Kondition ist schlecht, aber er trifft immer. Jetzt wieder ein schnelles Treffer. Aber man darf nicht vergessen, bei den letzten Sekunden, es könnte jetzt ein Lucky Punch kommen, ein High Kick kommen, weil die Technik sollte jetzt so noch gut. Mal Gas geben? Sollte jetzt noch mal komplett? Er sollte noch mal Gas geben, aber ich dann nach meiner Meinung nach hat er den Kampf gewonnen, so bis jetzt. Okay. Aber das wird dann doch nach Punkt entschieden werden. Lange Platz. Man sieht in seinen Ringen, haben wir gross im Bild. Man sieht auch die roten Spuren auf Rücken und Arm, was ja lustigerweise auch ein Indiz kann sein für wie durchtrainiert man ist. Es gibt ja schon die, die, wenn ein Schlag bekommen auf den Oberschenkel, sofort rot wird. Und wenn wir dann später mal schauen, wenn man sie Bekiri, so schnell sieht man ihm nicht an. Was ziemlich blau, ja, am Schluss. Nein, ich habe es eben, hat sich vorbereitet, Sparring tagtäglich, jeden Tag Sparring, 10 Runden Sparring. Da wird nicht so schnell rot-blau, oder? Wie die ja, C-Klasse-Kämpfer, anfangen Vorkämpfer. Aber es ist auch eine enorme Wucht, die du auf den Körper prallt. Das darf man nicht vergessen. Das ist so, bei denen ist vielleicht, ja, sagen wir vielleicht 100, 120 Kilo, aber beim Schwergewicht hat man zum Beispiel bis halbe Tonne Schlagkraft zu einem Dreckig mit 100 Kilo voll ganzer Körperdreck, Schnelligkeit und so. Also eine halbe Tonne Schlagkraft auf den Bauch. Ja, das. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das können Sie daheim vielleicht ausprobieren. Ich würde es aber definitiv nicht machen. Weil man sieht bei diesen Kämpfen, wie schmerzhaft das sein kann. Und jetzt sehen wir dann genau das Resultat. Das ist ein guter Fight, Boys. And the winner is Bezir Veseli. Ja, man sieht, er hat von Anfang an attackiert und ein paar gute. Er hat die erste und die dritte Runde gewonnen. Die zweite war unentschieden und wie gesagt, er war der bessere Kämpfer gewesen.